Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Blättercrafter mit Voucher und mit unserem Space Alterler. Schön, dass ihr da seid. Aktueller Stand, Leute, geldtechnisch 111.641 Token. Ich habe, was ich im Portal gefunden habe, an Sicherungen und so verkauft. Zum Schluss habe ich dann sogar Triebwerke, die ich gefunden habe, verkauft und habe halt Tokens gefunden. Entsprechend sind unsere Raketen geflogen. Das ist der aktuelle Stand von der Kohle. Ich habe jetzt nicht ewig gebraucht. Ich glaube, ich habe zwei Portale gemacht und die wirklich nur sehr grob. Also ich habe die nicht im Detail jetzt irgendwie. Ne? Leute, was ich gefunden habe, ist einmal hier dieser Baumsamen. Den will ich mir angucken. Gehen wir kurz einmal ins die Vitrine. Das sind ja super interessante Sachen zum Teil noch drin. Gerade was die Gene angeht. Ne? So, warte mal kurz. Das müssen wir jetzt etzetle aber einmal so und einmal so machen. So, weiß ich Bescheid. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir uns angucken. Und ich habe noch einen Bauplan, der ist super interessant. Das habe ich jetzt, ich dachte, wir haben schon alles, ne? Da ist noch was gefunden worden im Tresor. Lass mich das mal kurz entdecken. Und zwar nennt sich das Leuchtkasten. Der allgemeine Leuchtkasten. Ein Kasten, der Licht ausstrahlt. Zwei Silien, ein Sonnenquarz. Sonnenquarz ist allerdings sehr selten. Ich habe, glaube ich, nicht einen Sonnenquarz gefunden, seit ich jetzt die Portale ein bisschen regelmäßiger mache. Eins kann ich mir aber gönnen, ne? Und zwei Silly. Ich will den Leuchtkasten schon angucken. So, Silizium, zwei Stück. Was brauchen wir denn noch, wenn wir eh schon gerade hier sind? Jetzt pass auf. Ein Uranski. Ein Uranski, drei davon. Dann brauchen wir aus der Produktion hinten eine Leiterplatte und Schwarzpulver. Wenn jetzt noch in die Produktion laufen wird, wäre es die Geschichte, gell? Das gucken wir uns später an. Hier sind die Anzüge drin und hier ist das, was noch keinen Schrank hat, ne? Oder zumindest was an Schränken. Die Schränke, die voll sind. Hier habe ich auch nochmal gefunden, zwei Stück. Haben wir auch noch keinen Schrank angelegt. Ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ah ja, und den Baum will ich natürlich auch angucken. Das heißt, wir brauchen noch einen Dünger 2 und eine Superlegierung. Machen wir erstmal den Dünger 2 kurz. Und eine Superlegierung. So. Der alte Lenzer Lager. Nee, Digga, das will ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du es hier rausholst. Genau. Oh, was ist das für unheilvolle Musik? So, Leute, noch drei Schwarzpulvers. Da ist das erledigt. Und das war's. Achso, den Leuchtkasten, ne? Bauen wir den erst da. Oh, das ist ein ziemlich großer Leuchtkasten. Da können wir mal gucken. Erstmal wollen wir natürlich wissen. Hi, Digga, da hast du noch was zum Essen? Oh, der Hübscher. Jo, läuft. Kann ich ihn auch draußen setzen? Jo, kann ich auch. Ah, den kannst du setzen, wo du willst. Oh, wie gut ist der denn? Oh. Wie gut ist denn bitte dieser Leuchtkasten? Leute, was kann denn ein einfacher kleiner Leuchtkasten dir für Freude bereiten? Den jetzt hier so hinzukriegen, wie ich ihn will, ist eine Kunst, ne? Wenn ich ihn so setze, guckt er doch oben bestimmt rein, oder? Ich guck mal, wir laufen mal kurz durch. Oh, da fällt mir ganz viel. Also da kannst du deine Base nochmal so richtig schön beleuchten. War das hier? Dann guckt er nicht rein. Und da jetzt gerade kein Effekt ist, könnte es... Das hier könnte das sein, ne? Ja, aber ey, das ist ja mal der absolute Hammer nochmal geschwind eben. So kleines Dingelchen und so eine Kraft. Da überlege ich mir mal was. Den Baum wollte ich noch machen. Siehst du, jetzt habe ich die Mats für den Baumi vergessen. Wo ist denn der Baumtopf? Hier. Ne, habe ich nicht vergessen. Habe
nicht vergessen habe ich. Hi, Knubbler. Ich setze den mal hier hin. Bin gespannt, der ist bestimmt total hübsch. Ha ja, das ist natürlich der Knüller, der Baum, ne? Am schönsten finde ich immer noch unsere Dings hinten mit der Herbstfarbe, aber der ist natürlich auch nochmal eine Nummer. Der ist auch eine Nummer, Leute. Geile Geschichte. Jetzt pass auf, dieses Ding hier zu bauen. Ich nehme an, das muss ich dann setzen, ne, wenn das hier ein Rezept ist. Ja, gut, die Mats habe ich dafür. Das heißt, wir können nachher die Sprengung machen. Wir holen uns jetzt was zum Essen, zum Trinken und dann bauen wir mal noch ganz kurz ein, zwei Tiere. Denn wir haben ja hier ein Rezepteaufkommen. Also das muss ich sagen, in den Portalen findest du halt echt die absoluten Knüller-Gene, ne? So. Machen wir mal zwei Stück. Zwei Stück. Jetzt räume ich es erstmal kurz weg und dann suchen wir uns die raus, die noch interessant sind, ne? So. Also Größe zum Beispiel. Ich habe eine 5er Größe. Ja, ich habe eine 5er Größe gefunden. Die hatte ich bisher noch nicht. Und du findest halt hier sehr viele Varianten auch. Und hier dieses Lumenzeug. Halt, das Musterle kommt hier raus. Jetzt pass auf, wir machen das folgendermaßen. Der Knubbler war Spezies 1, glaube ich, ne? Weil ich muss kurz nochmal runter zu ihm. Nicht, dass ich es falsch mache. Ich hätte natürlich gerne den Großvater Knubbel. Also das muss einer werden, der riesig groß ist. Wo sind die jetzt alle hin? Knubbels? Knubbels dieser Erde zeigt euch. Du bist ein Einser, gell? Jo, Einser. Jetzt bauen wir uns den Ultra-Knubbler. Wir bauen uns jetzt den Ultra-Knubbler, wenn ich die Chance habe. Pass auf, wenn ich das sortiere. Eins. Haben wir eine Varianten 1? Species 1? Wir haben keine Variante 1. Das heißt, ich nehme einen 1er. Haben wir jetzt mittlerweile eine 2er Variante oder sowas? Wir gucken gerade mal durch. Und sag mal, die 5er? Ist die... Ich muss mal kurz... Ich bin gerade jetzt ein bisschen verwirrt, weil wir dann haben wir ja noch gar nicht alle gesehen, oder? Was haben wir denn? Die Äfflen sind eine Sorte... Knubbler ist eine Sorte, die Rehe sind wir bei 3 und der Käfer ist 4, ne? Hi. Gehen wir mal ganz kurz durch. Species 1, 2, 3. Ich sehe. Ja, haben wir dann. Die 4 war praktisch schon eine Sonderspezies und die 5 auch, ne? Ach, das ist ja interessant. Das heißt, wir kriegen nochmal ein Tier, das ich noch gar nicht gesehen habe. Dann bauen wir das jetzt auch noch. Dann bauen wir das jetzt auch noch. Lass mich mal ganz kurz was schauen, bitte. Das sind meine Knubbis. Die sind zusammen hier drin mit ihmchen, ne? Also pass auf. Species 1. Dann haben wir hier eine 2 mit Variante, eine 1 und eine 1. Soweit klar. Der Käfertyp. Das war, glaube ich, der 4er, ne? Käfertyp ist jetzt hier drin. Eine 2er Species und eine 4. Das heißt, die 5 ist für uns komplett neu. Okay, da bin ich sehr gespannt. Dann machen wir das jetzt so. Hier, der Knubbel ist jetzt praktisch 1, Größe 5. 1, Größe 5. Und dann bekommt er natürlich Farben. Eine davon und eine davon. Das ist Knubbel. Und Knubbel kriegt hier, lass mich mal aufsortieren, Knubbel kriegt hier die 10. Und zwei Hautmuster. Das ist Knubbel. Jetzt will ich die Variante 5. Variante. Ach, 5 ist nur Varianten. 5 ist, glaube ich, nur Variante, ne? Das hat mit Ding nichts zu tun, oder? Leute. Ne, da steht auch 2 Variante. Denn ich glaube, aber ich habe nur 5er Variante. Ich nehme jetzt einfach mal 5 Variante raus. Sehen wir jetzt gleich. 5 Variante in einer 4er Größe. Mit jeweils 2 Farben. Mit
einer Superlumen Zack Geschichte. Kommen zwei neue Esser auf den Platz, Leute, bevor wir das Ding da hinten wegspringen. Also pass auf, ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Wenn ich es richtig jetzt recherchiert habe, ist das Ende über die Wächter möglich, ohne denen was zu sprengen. Dann würde ich jetzt dann gleich speichern, dann schauen wir uns das Ende an. Dann gehen wir sprengen erst, weißt du? Und das mit dem Geld muss ich jetzt halt mal gucken. Also ich mache das jetzt einfach nach und nach rein. Das hier müsste normalerweise ein ganz spezieller Knubbler werden. Ach, ich blöd, Mann. Ne? Ja, dann weißt du was? Das geht ja gar nicht. Ich mache die Variante jetzt hier noch mit rein. Passt alles. Ich hab nur was durcheinander gebracht. So. Das ist jetzt der Vater aller Knubbel. Ah, hier ist auch nochmal ein Ding drin. Das ist jetzt der Vater aller Knubbel und der kommt natürlich knubbeltechnisch da auch noch dazu. Ein Variantenknubbel sozusagen. So. Äffle, du gehst rüber zum anderen Äffchen, dann könnt ihr miteinander, weißt du? Einser, Einser, Zweier. Und hier kommt der neue Knubbel. Boah, Alter, ist der gut! Oh, wenn die Variante 5 die Dinger macht, könnte man sich auch einen Hirsch noch drüben bauen, ne? Oh, der wird gut, wenn der farblich soweit ist. Wollen wir uns noch einen Hirsch machen? So, einen Hirsch machen. So, hier kommt das Äffle dazu. Dann habt ihr zwei miteinander. Komm, wir bauen uns noch kurz einen Hirsch. Leute. Ja, das machen wir jetzt, weil ich muss ja eh noch warten, bis die Kohle kommt, wenn wir alles sehen wollen, weißt du? Beziehungsweise, ich muss mal gucken, wie ich das noch anstelle. Ich muss nur kurz hier reinschauen. Wir haben Species 3. Jetzt bin ich gespannt. Ist das schon voll? Ayo, der ist voll. Dann machen wir den Hirsch halt vorne rein, in Gottes Namen. Ich will den aber sehen. Komm, einen bauen wir noch, Leute. Ich nehme kurz die Varianten da drüben noch mit die Sachen. Ich muss auch mal gucken, ob ich die Raketen jetzt nochmal umstellen muss oder ob die mittlerweile wieder auf Auto sind. Jo, sind sie. Alter, der Knubbler mit dem Geweih sieht ja gut aus. So, alle gehen rüber. Einmal hier noch durch. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das Spiel vorstellt, sich zu verabschieden. So ein Flughaustier, das dann so im Himmel rumfliegt, wäre auch noch eine Geschichte, ne? So, meine Lieben, die größte Größe, die wir haben, ist die Vierer im Moment, ne, weil ich keine andere gefunden habe. Also nehmen wir die nächste Größe, die Vier. Species-technisch, jetzt habe ich gerade geguckt und habe es vergessen. Die Drei brauchen wir. Ja, Species 3 und Variante 5. Dann finde ich, sollten wir farbtechnisch, was habe ich denn? Also das Grau, ich würde schon gerne das Dunkel nehmen und vielleicht das hier. So. Auch Lumos-technisch, das höchste, was ich an Schlumos habe, ist eine 10. Dann nehmen wir die. Und hier ein Muster. Da ist das gleiche raus, wie ich es rein habe. Den machen wir uns jetzt noch. Und dann probieren wir das mit den Schlüsseln halt mal. Ne? So. Hi. Bin gespannt. Das müsste jetzt ein Hirsch geben, Leute. Den machen wir bei den Äffeln mit rein, bis dass wir den sehen. Und lassen wir den Baum nochmal angucken, den wir da gerade gefunden haben. Wo habe ich denn den Hings jetzt hier? Der ist natürlich auch Träumler, ne? Der ist schön. Der ist echt schön. Die Knubbler hier. Das wird eine absolute Geschichte, der Typi. Schöne Farben, dieses Grau-Gelb. Kommt ziemlich gut. Hi, Käferle. Bist auch ein Süßer, auf jeden Fall. Bist du ein Süßer. So. Zack. Boah, Alter, gut. Oh, weißt du, wie er aussieht? Wie die Dinger in Conan Exiles, ne? Wurde diese Steindinger, die Steinnasen.
Wir haben eine Steinnase auf unserem Planeten gehabt. Da kommt er raus. Boah, der ist aber hübsch. Auch die Farben total gut. Ziemlich cool. So, Leute. Großer Moment. Der große Moment. Ne, wir machen die Sprengung danach. Ich speichere jetzt. Ich mache jetzt praktisch eine Speicherblende. Und wir gehen dann gemeinsam. Wir gehen dann gemeinsam die Dinger da mal rein in die Kiste bei der Plattform, die wir gestern gebaut haben. Und wenn sich da was tut, ist okay, dann sehen wir das. Und dann würde ich einfach. Ich glaube, es legt auch einen automatischen Speicherspielstand an, wenn ich das richtig weiß. Ich speichere trotzdem meinen Spielstand manuell. Dann gucken wir uns das an, dann steigen wir wieder ein, dann gehen wir Sprengung machen und gucken wir uns das an. Und was ich halt noch nicht weiß, ob es bis zum Ende der Folge heute reicht, weil ich noch gar nicht wirklich weiß, wie viel Knete man insgesamt braucht jetzt für den dritten, fürs dritte Ende. Ne? Es gab mal eine Zeit, da waren es 500.000, die erreiche ich auf keinen Fall. Ne? So Leute, das erste Ende, wenn es denn klappt, ich speichere hier. Und das wäre, auch wenn ich mir ein Ende raussuchen müsste, das Ende, das ich präferieren würde. Ich würde nämlich zu den Wächtern wollen. So. Verlassen Sie den Planeten und vertrauen Sie darauf, dass einige Wächter noch am Leben sind, um sie zu akzeptieren. Oh. Oh, Alter, ich will jetzt schon nicht mehr. Ich will eigentlich, ich bleib da. Das heißt, wir haben diesen Mechanismus nicht zerstört. Es werden weiterhin die Raumschiffe eher hier drauf abstürzen, als dass sich dieser Planet kolonisieren lässt. Wer uns folgt, soll wissen, dass unser Schicksal dem Untergang geweiht ist. Okay. Aber einige von uns glauben immer noch, dass Aufgeben keine Option ist. Wir haben es gut, da hätten wir uns gut entschieden. Wir werden sehen, was die Vorsehung für uns bereithält. Ein Aufseher. Das hat einer der Wächter geschrieben. Wir sind jetzt praktisch auf dem Weg zu den Wächtern, in der Hoffnung, dass sie uns akzeptieren. Unser Planet bleibt, wie er ist, läuft, die Tiere, es ist alles in der Essensversorgung, ist ja automatisiert, es stirbt also keins. Und im Prinzip haben wir den Orb nicht zerstört, bedeutet, genau, dass auch kein anderer auf dem Planeten nochmal landen wird. So Leute, jetzt sehen wir uns zur Sprengung gleich nochmal. Das war diese Geschichte. Und wenn ich es richtig weiß, müssen wir jetzt zur Sprengung ins... Guck mal, selbst hier wächst dieses Bäumle, ne? Wir müssen, glaube ich, zum Superlegierungshöhle hinten rein. Weißt du, dieser, wir haben das mal gesehen, wo ich gesagt habe, glaube ich, eine Sonne, das ist eine eigene kleine Sonne oder sowas. Ich glaube, das ist das Ding, was weg muss. So, gut, müssen wir, glaube ich, dann hier rein. Hallöle. Gerade mal mit zwei Apparaten, ne? Brauchst nicht mehr. So, aber wenn ich jetzt noch wüsste... Jupp, hier war das. Gut, ab hier funktioniert das Jetpack nicht mehr. So, das wäre jetzt das Ende für diese Firma, für die wir arbeiten, ne? Wir würden jetzt den Apparat sprengen von den Wächtern. Und würden den Planet praktisch zur Kolonisierung freigeben. Und das ist die alte Stadt praktisch, ne? Bitte, wo war denn dieser Orb drin? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. War das überhaupt hier? Mit der Sonne in der Sonne, Leute? Bin mir gerade nicht mehr so sicher, ne? Hier bin ich da runtergesprungen, oder? Und hab mir weh gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das komplett anders in Erinnerung. Nee, da ist es tatsächlich, das Ding.
Das glaube ich ist es. Ja, die Koordinaten stimmen auch. Achtung. Jo. Muss ich ganz weg? Gott, ist eigentlich ein blödes Ende, denen das Ding zu zerstören, weißt du? Die Animation bleibt so. Ein unendlicher Hagel an Titan, der hier runterfliegt. Ja, ich glaube, das bleibt so. Ich gehe da auch nicht mehr hin. Gut, dann wollen wir doch jetzt mal schauen, wie das Ende aussehen würde. Bei unseren alten Bastarden, die uns hier runtergeschickt haben. Ja, prinzipiell, ne, waren wir ja Strafgefangener hier. Aber ist okay. Jo, wir sehen uns gleich vorne im Heizungskeller, Leute. Also jetzt haben wir das Ende erlebt mit den Wächtern, das wir gewählt hätten. Jetzt kommt das Ende, das ich ganz hintere geschoben hätte. Bin mal gespannt. Verlassen Sie den Planeten und legen Sie Ihr Schicksal in die Hände von Sentinel Corp. Okay, ich glaube, du erreichst das dritte Ende dann erst, wenn du die Voraussetzung erfüllst. Okay, wie gesagt, Speicherpunkt haben wir vorhin angelegt. Ich hoffe, der überschreibt den jetzt nicht. Ne? Ich drück. Erneut hebt er ab. Das zweite von drei möglichen Enden. Beziehungsweise vier. Hier bleiben ist immer eine Option. Ne? Das Space Alley wird sich dann nie reinsetzen. Nie. Die müssen ihn wegkratzen. Was sind da oben? Sehe ich einen Flügel? Okay, da oben sehe ich mehrere Dinger jetzt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben diesen Planeten erfolgreich terraformiert. Da fliegt gerade unsere Rakete weg. Wir werden Ihr Urteil nun noch einmal anhand der verschiedenen Regelabweichungen überprüfen, die Ihnen zuzuschreiben sind. Ach, Sie prüfen jetzt erst. Schweine. Sie bleiben vorerst in Haft, während Ihr Fall geprüft wird. Alter. Ich würde ihn nie dahin schicken. Nie. So, Leute. Und jetzt gehe ich nochmal in meinen alten Spielstand rein. Wir sehen uns gleich vor unserer Base. Ihr seht schon ganz richtig, Leute, das ist nicht unsere Base, aber das ist eins der coolsten Portale, die ich jetzt aufgemacht habe. Ich habe nämlich entschieden, dass ich das dritte Ende dann mit euch angucke, wenn es jetzt mittlerweile so ist, dass man nur 250.000 braucht. Ja, wir haben knapp die Hälfte. Und da würde ich jetzt einfach sagen, das probiere ich. Und wenn das klappt, fliegen wir nochmal rüber zur Rakete, schauen, ob es sich dann ergibt. Falls man doch 500.000 braucht, würde ich das dritte Ende einfach weglassen, weil die jetzt zu erreichen ist nur noch Portal, weißt du? Da geht es jetzt nur noch ums Portal. Neue Mitteilung erhalten. Ich wollte euch eigentlich nur das Biom zeigen, aber umso cooler, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht ein Traum? Kleiner Ungarokrater wieder, da hinten ist das Raumschiff. Pass auf! Wir lesen die Nachricht kurz zusammen, dann mache ich die Portale und hoffe, dass ich es irgendwie jetzt schaffe, noch innerhalb der Zeit die Kohle zu kriegen, dass wir das dritte Ende noch anschauen können. Wenn nicht, ich bleibe ja sowieso hier. Ne? Mitteilung erhalten. Vielleicht ist es die Mitteilung zum dritten Ende, dann wissen wir es genau. Dann wissen wir es vielleicht jetzt schon. Ich lese. Riley hat uns geschrieben. Hallo, mein Freund. Dies wird die letzte Nachricht sein, die ich dir senden kann. Ich habe alles getan, was ich konnte, aber unsere Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Ich rate dir dringend, Sentinel Corporation nicht zu vertrauen. Hätte er mal früher geschrieben, weißt du? Da sie mehrfach gezeigt haben, wie unfair und undrückerisch sie sind. Ihnen oder anderen Sträflingen sind sie völlig egal. Sieht's der uns? Ich habe es geschafft, ein Schmugglerschiff zu kontaktieren. Sie sind bereit für 250.000, also haben sie es geändert. Und 5 Sonnenquarze, die haben wir, an Bord zu nehmen. Sie sollten das Richtige einsammeln
Menge an Terra-Tokens und füllen sie ihre Ablagen. Okay, er sagt jetzt im Prinzip, ich soll die Kohle holen, die Sonnenquarze einfüllen und dann würden die mich abholen. Sie sind auch nicht vertrauenswürdig und ich kann ihnen nichts garantieren. Ihre Zukunft ist ungewiss und trotz allem, was sie durchgemacht haben, was vor ihnen liegt, könnte noch schwieriger sein. Ich hätte gerne ein Happy End, aber das Leben ist nicht fair. Okay, 250.000 gilt es jetzt zu besorgen, dass wir das dritte Ende noch sehen. Dann haben wir alle Enden angeschaut und werden dann natürlich trotzdem hier bleiben. Ja, das heißt, ich mache jetzt mal ein bisschen Kohle, dann hole ich euch rein, schauen wir das Ende an und zur Verabschiedung aus dieser Release-Staffel, vorübergehende Verabschiedung. Wir werden uns bestimmt im Stream hier auch mal wiedersehen, gemütlich. Mein Spielstand hier, ich liebe den. Zur Verabschiedung sehen wir uns dann nachher nochmal auf jeden Fall die Tiere alle an. Die sind dann bis dahin bestimmt auch ausgewachsen. So, bis gleich. Trotz, dass man ziemlich gut Sachen bekommt, ist es schon sehr, sehr mühsam. Gerade eben kam nochmal eine Mitteilung. Wir gehen mal gucken, von wem. Ich bin gerade bei 125.000 jetzt. Dann kam die Mitteilung, Leute. Sentinel. Unsere Überwachung zeigt, dass die Anomalie erfolgreich zerstört wurde. Benutzen Sie die Abflugplattform, um vom Planeten zu baggen. Wir werden dann Ihre Strafe erneut prüfen, basierend auf den verschiedenen Abweichungen von den Regeln, die Ihnen zugeschrieben werden. Grüßchen. Tja, macht es mal. Ich habe die Anomalie noch nicht. Ach so, laut dem Ding ist sie zerstört. Nee, dass die mich jetzt dann abholen kommen, tatsächlich am Ende noch, weißt du? So, Leute. Ich probiere mal noch weiterzumachen. Ich habe gerade noch mal die Raketen hochgeschickt mit Sicherungen und Triebwerken. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich es schaffe. Ich mache mal noch weiter. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Unser Blafi ist schon fast schlecht, Leute. Guck mal, 246.600. Das heißt, wir haben es bald. Ich würde das hier auch direkt abbrechen, egal wie es jetzt endet. Sobald die Handelsraketen zurück sind. Ich habe jetzt konsequent einfach alles, was ich hier... Ich mache die Kisten auf und gucke im Prinzip, was kann ich verkaufen, was bringt Knete. Alles andere habe ich erst gar nicht mehr angelangt. Ich habe auch konsequent jetzt alles verkauft. Egal, ob ich es lieber hätte eingelagert oder nicht. Ne? Also auch die ganzen Sicherungen, die ich jetzt gefunden habe, alle vercheckt. Tausender. Ne? Das habe ich schon gar nicht mehr mitgenommen, weil die Schränke mittlerweile auch überquillen. 100, die nehme ich grundsätzlich mit, weil ich sie brauche zum Öffnen. Die Varianten, die ich schon habe, die lasse ich halt auch da. Aber du kriegst hier super viel, ne? So, und ein kleines besonderes Highlight habe ich, glaube ich, auch noch aufgetan. Das gucken wir uns gleich gemeinsam an. Das habe ich noch nicht gemacht. Und hey, manchmal, wenn du hier so unterwegs bist, hast du das Gefühl, okay, jetzt kriegst du so langsam ein Gefühl dafür, weil manchmal gleichen sich die Raumschiffe nämlich. So phasenweise, also die sind ja modular zusammengesetzt, schätze ich mal. Und phasenweise sagst du dir so, den Bereich kenne ich. Auch die Biome haben irgendwann dann, aber das hier ist nochmal neues, deswegen habe ich euch jetzt auch nochmal mit reingeholt. Wenn wir gleich rausgehen, gucken wir es uns nochmal gemeinsam an. Ne, hier zum Beispiel habe ich schon reingeguckt, hier auch. Das heißt, wir kommen jetzt theoretisch gleich wieder rum. Okay, jetzt bin ich doch etwas verwirrt. 100er. Habe ich die? Hier ist wieder eine Sprengung. Ich glaube, hier bin ich. Nee, bin ich nicht. Ich spreng mal, weil ich habe meistens jetzt mittlerweile auch immer einen Sprenger dabei. Ich habe jetzt ungefähr. Also, wir müssten jetzt das locker schon haben. Ich lasse jetzt gerade ein bisschen ausklingen hier, weil die Raketen noch oben sind oder beziehungsweise auf dem Weg sind. Da ist nochmal ein Haufen Knete am Anmarsch gleich. So, ich hoffe, eine Keycard reicht. Zack. Da, guck. Die da alleine würde uns jetzt schon hieven, wo wir hinwollen. So, das lasse ich wie gesagt drin. Die Spezies und das ganze Zeug. Hier 500 nochmal. Hier ist nochmal eine Sicherung. Das war's. Wir können jetzt eigentlich rausgehen. Wir können jetzt eigentlich schon rausgehen, weil das, was jetzt noch an Raketengeld runterkommt, langt locker. Das Schöne ist, ich speichere ja vorher ab. Das heißt, die Kohle ist nicht weg. Falls die irgendwann mal den Weltraumhandel nochmal so richtig aufpushen mit neuen Sachen oder so, haben wir so viel Knete, das kriegst du gar nicht ausgegeben. Da habe ich schon reingeguckt. Jetzt bin ich etwas... Da, guck. Wir haben die Kohle, Leute. Wir können uns jetzt das letzte Ende noch angucken. Das ist schön. Und das kleine Highlight will ich noch mit euch mir eben reinziehen. Wenn wir jetzt noch mal rausfinden, aber sollten wir eigentlich. Der Lafi hat gesagt, komm, Diggas, reicht. Ich kann jetzt keine Raumschiffe mehr sehen.
Der war nämlich bei jedem Einzelnen jetzt dabei. So. Ich laufe das jetzt hier nur einmal kurz noch ab. Ey, weil die fiesesten Räume sind die, wo du aufspringen musst, nur um dann reinzulaufen, um zu sehen, dass es eine Sackgasse ist. Das hatte ich jetzt dreimal insgesamt, ne? 6,29 TTI ist immer. Wahnsinn, Wahnsinnsreise neigt sich dem Ende. Absoluter Hammer. Dieser Spielstand wird aber mit Sicherheit nochmal in Erscheinung treten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da nicht irgendwann nochmal reingehe und das Mutagen-Thema im Stream mit euch mache. Aber jetzt ist erstmal gut für eine Weile. Ich glaube, wir waren jetzt eine ganze, ganze lange Zeit zusammen hier unterwegs. Und ich bin tatsächlich am Ende jetzt dann doch weiter ins Spiel rein, als ich gedacht habe, ne? Ich kann dir nicht mal mehr sagen, ob ich jetzt ein schwieriges ausgewählt habe oder ein leichtes, ne? Aber das hier mit den zwei Ebenen, das habe ich jetzt eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Und natürlich habe ich keine Fackel ausgelegt. Ach, guck mal hier. Ja, ich mache mal die Sicherung rein für den Fall. Hoffe aber trotzdem, dass wir gleich nochmal rausfinden. Oben ist nämlich auch nochmal einer. Die Anzüge nehme ich mit, dafür haben wir ja die Schränke oben beim Frank. Die habe ich jetzt meistens dann immer mitgenommen zum Einlagern. Okay, das war die Geschichte. So Leute, dann gehen wir jetzt hier raus, wenn es irgendwie geht. Natürlich im Idealfall mit all den tollen Sachen, die ich jetzt gesammelt habe. Und dann machen wir Finale. Dann machen wir Finale. Den einen Tresorschrank, den lasse ich jetzt, weil ich weiß nicht mehr genau, wie weit der weg war. Das war's. Naja, hier bin ich rein. So, den gehen wir noch kurz gemeinsam angucken. Das ist so eine Art Canyon. Die haben teilweise auch Höhle. Und mein Gerät ist wieder weiß, ne? Wie ihr seht hier. Das Gerät ist wieder weiß. Oh, super. Ich bin voll außen rum, ne? Weil ich meistens die Kisten hier eher mitnehme. Hier wieder 500. Ja, also da gibt es wunderschöne Biome. Da gibt es wunderschöne Biome. Und das hier spielt sich halt in diesem Canyon ab, ne? Mit so Schluchten und so Geschichten. So, meine Lieben, auf geht's. Hammer. Jetzt gucken wir uns erstmal das kleine Highlight an, bevor wir speichern. Ach du Scheiße, haben wir jetzt Gas gegeben am Ende. Ne, die kannst du mir mal komplett rausgeben für einen Moment. Die sind wichtiger. Guck mal, alleine die Sonnenquarz, die wir jetzt haben. Ne? 5 Stück brauche ich, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir das hier mal. Also jetzt kann ich ja aufhören zu verkaufen. Ne? So. Die Geschichte haben wir. Genau. Dann schicke ich das einmal kurz hoch. Wunderschönes Guan. Dann schauen wir hier. Also das habe ich so die ganze Zeit auch gemacht. Ich bin dann immer zu den Raketen. Dann habe ich alles, was ich verkaufe, hier einfach so reingeschmissen. Und habe die gleich wieder hochgeschickt. So bin ich dann an meine Kohle gekommen, ne? Leute, 256.000. Das ist der Hammer. Jetzt pass auf. Das kleine Highlight, von dem ich sprach. Weil ich vorhin, oder war das heute in der Folge, als ich noch erwähnt hatte, wie wenig Sonnenquarz wir doch haben. Guck mal, ich habe es gleich in die Sockenschublade gestopft. Sonnenquarz. Benutze den Bauplanbildschirm. Und wenn das richtig stimmt, was ich jetzt hier, können wir dann Sonnenquarz auch selber herstellen. Das wusste ich gar nicht, dass das Rezept drin ist, ne? Jo. Wir können Sonnenquarz herstellen. Das ist nochmal ein schönes kleines Highlight, finde ich. Weil da hatte ich echt gedacht, okay, die Finste ganz, ganz wenig. Hier. Opsi, Schwefel und Stickstoff. Super kurze, eine super kurze Produktionskette und das Ding steht, ne? So Leute, jetzt will ich aber Folgendes machen. Wir gucken uns das Ende an. Und dann sehen wir uns nach dem Ende nochmal am Speicherpunkt. Ich will nochmal den neuen Knubbel mit euch angucken, ne? Das Portal mache ich jetzt dicht hier. Das Portal mache ich jetzt dicht. Was waren das für eins? Ein 5-3er war das. Ach, deswegen. Das erklärt es natürlich. So, meine Lieben. Ich muss wieder rüber, gell? Dann sehen wir uns gleich drüben, frisch gespeichert. Und das teure Ende einmal für uns. 5 Sonnenquarz waren es, sind drin. Verlassen Sie den Planeten und legen Sie Ihr Schicksal in die Hände von Weltraumschmugglern. Riley hat uns den Deal ausgemacht, ne? Ich würde hier bleiben.
Ich meine, du hast ja auch Haustiere jetzt, ne? Du bist ja nicht allein. Und die verraten dich auch nicht und nix, also da wärst du gut aufgehoben. Okay, sie kamen nie, die Weltraumschmuggler, ne? Aber ich glaube, da hinten sehe ich schon was. Aber es könnte auch sein, die kamen nie. Mein Freund, ich hoffe, wir können uns eines Tages wiedersehen. Trotz allem, was sie durchgemacht haben, ist ihre Zukunft immer noch ungewiss. Ich bin gespannt, ob wir das Schmugglerschiff sehen wenigstens oder so. Sie gelten nun als Gesetzloser. Sie müssen also vorsichtig sein und sich unauffällig verhalten. Ach, kennst du den Bereich hier? Aber wie ich dich kenne, bin ich mir sicher, dass du das durchstehen wirst. Viel Glück, Riley. Ciao, Riley, mach's gut. Falls ihr jemals irgendwann und so weiter, ne? Leute, wir sehen uns nochmal daheim, oder? Ich bin mittendrin auf der Welt irgendwo rausgeschmissen worden beim Einloggen gerade. Nicht da, wo ich den Speicherpunkt angelegt habe, ne? Aber ich habe geschaut, die Kohle habe ich noch. Ob die Steine da drüben drin sind, weiß ich gar nicht. Ich dachte, wir gehen jetzt noch einmal gemütlich so ein bisschen hier. Also für mich natürlich das Herzstück von allem sind tatsächlich meine Lagergeschichten hier. Ich liebe das Lager. Es hat so Spaß gemacht. Es hat so Spaß gemacht, das aufzubauen und zu überlegen, wie wir es alles machen wollen. Hier unser kleiner Energieraum. Das ist alles, was notwendig war am Schluss. Aber darf man auch nicht vergessen, mit 3 Sicherungen. So, dann haben wir hier unser Restelager gehabt. Dann haben wir hier unser Hauptlager von den Bienen. Hier habe ich sogar 2 Schränke aufgesetzt von den gemeinen Larven. Ich weiß nur nicht mehr warum. Rinde, Plankton, alles hast du hier auf Vorrat. Blumen, das weiß ich auch nicht mehr genau. Ach, das war Ding. Muttergen 1, Muttergen 2, 3 wird produziert sogar, ne? Muttergen 4. Schöne Geschichte, Leute. So. Dann einmal noch hier, weil da hat es ja angefangen. Das waren die erste Idee zum Lager. Dann kam die Stabproduktion dazu. Und schließlich unser Produktionsgebäude mit der Produktion von Energiezellen. Was haben wir denn hier eigentlich gehabt die ganze Zeit, dass ich es ausmache? Was haben wir denn da produziert, dass ich das hier aber da ausgemacht habe, Leute? Richtig. Richtig. Das ist Zeug, was wir nicht brauchen. Und die hatte ich ja auch aus hier, ne? Guck mal, einen Haufen Düsen. Irgendwann habe ich mal aufgehört, die jetzt einzusammeln, ne? So, da oben waren wir immer jetzt am Schluss praktisch Essen und Trinken. Auch gleichzeitig die Versorgung für die Tiere vom Essen her. Und dann kam natürlich der Dachgarten. Ja, ich lieb's, Leute. Das haben wir richtig gut gemacht. Und hier dann unser neuestes, ne? Unsere Beete, die durch Drohnenanlieferung die Bäckerei betreiben. Die wiederum. Es ist wieder da. Es ist wieder da. Oh mein Lafi. Weißt du was, Lafi? Nee, mach ich nicht. Ich habe das Gefühl, die Verstrahlung ist nichts für dich. Schade. Nehmen wir mal die Schlüsselkarte einfach mal rein. Genau, die Keksproduktion, wie ihr seht. Also es wird hier abtransportiert, da wir keinen Schrank haben für Kekse und die Vitrinen voll sind, geht jetzt auch alles hier rein. Ne? Die ist jetzt im Verbund drin. Noch langsam, aber sie ist mit dabei. Das heißt, wir haben jetzt eine Bäckerei, die Kekse produziert fürs All zum Verkauf. Wir haben hier unsere Kernfusionsgeschichten, die vercheckt werden und drüben nochmal so eine Restekiste. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, den neuen Knubi. Oh, ist ein Lappen. Oh, bist du ein Lappen? Das ist der... Ohohoho. Das ist der größte, Leute. Das ist der größte, den wir haben. Guck mal, das war die eigentliche Endgröße mit 4. Es ist richtig... Die Drohnen sausen rum, die Raketen heben alle paar Minuten ab. Wahnsinn. Stoppe mal. Wieso habe ich mich jetzt über den so gefreut? Den haben wir doch schon weil, ne? Hier, ihmchen ist es. Digga, nimmst du mich mit, bissel? Nee, er läuft damit. Wow, ist das ein Grassinger.
Ich bin der Oberknubbel. Willkommen im Weltall. Boah, ist ja cool. Ich streichel mal. Klar mal 900 Lumens rausgespuckt, der Gudele. Ey, wo haben wir denn den Hirsch? Den will ich auch nochmal sehen, bevor ich gehe. Leute, ganz, ganz herzlichen Dank für die Reise. War ziemlich cool die letzten Tage. Hier mit diesem Spiel. Es ist richtig gut geworden. Mir hat super viel Spaß gemacht. War mir eine Freude, dass wir gemeinsam die Release-Staffel hier beschritten haben. Und Spielstand ist ganz, ganz klar fest fixiert. Und irgendwann, wenn wir mal Bock haben, gibt es einfach mal unter der Woche abends 2-3 Stunden einen Planetcrafter. Vielleicht kommt ein Update, vielleicht auch nicht. Ich brauche eigentlich im Moment gar keins. Ich könnte hier und da noch einiges bewerkstelligen. Da seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen. Den Hirsch will ich nochmal sehen. Wo haben wir denn den hingemacht zum Schluss? Hier vorne war totale Knubbel-Action, ne? Dann haben wir das Äffle. Dann müsste der eigentlich hier irgendwo gewesen sein. Weil hinten war ja voll. Da läuft was. Oh, aber er ist nicht so groß, ne? Oh Leute, der ist noch gar nicht rausgewachsen, richtig. Guck mal. Der ist gerade mal bei 40%. Aber eine wunderschöne Steinnase. Ja, dann frage ich mich ja, aber der Ding ist rausgewachsen, oder? Der Oberknubbi. Du bist ein 100%ler. Ah, hat auch nochmal Minimalwetter. Da ist es ein Riesending. Jo, herzlichen Dank. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch was. Wir sehen uns mit Sicherheit auf dem Kanal wieder. Es sind ja noch andere Spieler am Start. Kommen auch immer wieder andere. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank für diese Reise mit unserem Space Allele. Nee, nicht tanzen, Digga, du wolltest winken, hast du gesagt. So. In dem Sinne, wir sehen uns wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.